meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Rezension zu Red Rising von Pierce Brown geben. Das Ganze ist im Heine Verlag erschienen und kostet als Paperback-Ausgabe 12,99 €. Das habe ich vom Verlag als Rezensionsexemplar gestellt bekommen und an dieser Stelle möchte ich mich dafür natürlich ganz herzlich bedanken. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, weil es sich einfach richtig gut anhört und dieses Buch auch im Allgemeinen super doll gehypt wurde bis jetzt in Deutschland. Hier geht es nämlich um den 16-jährigen Darrow und Darrows Welt ist brutal und dunkel. Er lebt nämlich auf dem Mars und schuftet dort in den Minen, um sozusagen das Leben an der Oberfläche lebbar zu machen, denn die Oberfläche ist ja noch nicht bewohnbar. So, und eines Tages wird dann aber seine große Liebe Io getötet und Darrow erfährt ein schreckliches Geheimnis. Der Mars ist nämlich längst bewohnt und erschlossen und er und seine roten Brüder sozusagen wurden ein Leben lang sozusagen, ja, verarscht und die Goldenen, also die Elite, leben in Luxus und ja, Darrow möchte sich daraufhin in diese Welt einschleusen, um sie von innen heraus zu zerstören. Ob ihm das gelingt und wie sich das Ganze entwickelt, das müsst ihr natürlich selber in dieser Geschichte lesen. Ich fand ja einfach, dass der Einstieg wahnsinnig spannend war. Dieses Buch ist echt brutal, dieses Buch ist schonungslos, dieses Buch hat eine Sprache, die ziemlich deutlich ist, die ziemlich grob ist, die, ja, die maskuliner ist. Und es hat einfach, es war auf den ersten 250 Seiten wirklich überwältigend, wie das ganze Worldbuilding entstanden ist, wie sich das alles vorgestellt wurde. Und das hat mich echt fasziniert und mitgerissen. Jedoch muss ich leider sagen, dass es danach irgendwie abgenommen hat. Danach wurde es so ein bisschen confused, ein bisschen durcheinander, ein bisschen zu abstrakt in meinen Augen und das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also das hat mir dann nicht mehr ganz so gut gefallen. Die letzten, ich glaube das Buch hat 550 Seiten, die letzten 250 Seiten waren mir einfach zu, ja, durcheinander. Das hat mir einfach dann gar nicht mehr zugesagt und ich hätte auf den ersten 250 Seiten dem Ganzen wirklich 5 Sterne gegeben. Und als dann der zweite Teil sozusagen kam, hat sich das gravierend geändert. Ich finde, das hatte für mich irgendwie keinen richtigen Zusammenhang zu dieser Geschichte. Ich finde auch Darrows Entwicklung in dieser Geschichte nicht gerade sympathisch, sondern eher, ja, negativ, weil er am Anfang doch echt so ein herzensguter Charakter ist mit sehr viel Träumen und sehr vielen Zielen, so in diesem ganzen Schrecklichen doch noch irgendwo positiv. Und ich finde, dieses verliert er, besonders dadurch, dass seine große Liebe stirbt und er da ja eigentlich ein Ziel in den Augen hat. Auch das gerät ihm irgendwie zwischendurch so ein bisschen abhanden, obwohl er jedes Mal wieder an sie denkt. Es war schon ein wenig merkwürdig und ein wenig abstrakt zum Ende hin und das konnte mich dann doch nicht mehr ganz von sich überzeugen. Deswegen habe ich dem Ganzen dann 3,5 Sterne gegeben, weil das war einfach ein Wandel um 180 Grad von einer sehr, sehr guten Geschichte, die sehr stark begonnen hat, zu einer Geschichte, die doch dann sehr schwach wurde, die dann nur zwischen 2,5 und 3 Sterne in dem Abschnitt für mich hatte. Das Ende war okay, das Ende ist auch relativ offen und hat einen Cliffhanger. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Ich fand auch einfach, dass der zweite Teil sozusagen für mich einfach zu brutal war. Das war schon ein bisschen zu überspitzt. Ich würde es auch eher als Buch einordnen, was mehr so in die Richtung für Jungs geht. Man kann es natürlich als Frau lesen, das steht außer Frage. Es macht auch Spaß, es als Frau zu lesen. Aber es ist schon, weiß ich auch nicht, ein wenig schwierig gewesen. Auf jeden Fall der zweite Teil. Also ein Buch, was mich irgendwie zwiegespalten zurückgelassen hat. Ich bin ein wenig traurig, dass es seine Stärke vom Anfang nicht beibehalten konnte. Und ja, ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Ich weiß noch nicht wann, ob ich dann sofort den zweiten Teil hinterherlesen werde, wenn er jetzt erscheint, oder ob ich mir erstmal ein bisschen Zeit lasse und mich anderen Büchern widme, um so ein bisschen über diesen, ja, über dieses Enttäuschtsein hinwegzukommen vielleicht. Und ja,
ich denke, das war's schon zu diesem Buch. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch damit ergangen ist, weil ich wirklich sehr, sehr viele Rezensionen gelesen habe oder gesehen habe, die einfach 5 Sterne für dieses Buch parat hatten. Und mich würde es einfach interessieren, ob es euch genauso ging, ob euch dieser Teil auch irgendwie so zu abstrakt war, ging schon so in die Richtung Panen, fand ich. Und irgendwie weiß ich auch nicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder einschaltet und würde sagen, ciao!